Nein, das ist kein weiteres Bug-Video zu Gothic 3. Im Gegenteil, in Piranha Bytes Rollenspiel hat sich mittlerweile eine Menge getan. Zu verdanken hat das Spiel, dass eifrigen Fans, die in regelmäßigen Abständen Patches entwickeln und damit reihenweise Fehler ausbügeln. Das neueste Update, Version 1.7, stellt dabei einen regelrechten Meilenstein dar. Kein Wunder, dass die Burschen sogar ein 40-seitiges Handbuch zu ihrem fast 900 MB schweren Softwarebrocken geschrieben haben. Was das Ding alles tut? Ich zeig's Ihnen mal. Im Hauptmenü gibt es jetzt die Möglichkeit, auf das sogenannte alternative Balancing umzuschalten. Das lässt die Spielmechanik zwar unangetastet, baut aber das komplette Charakterentwicklungssystem um und macht Gothic 3 erheblich schwieriger. So fallen zum Beispiel die Arena-Kämpfe nun deutlich kniffliger aus als bisher gewohnt. Nun gut, der hier jetzt nicht, aber der Kampf in Redok ist ja eh der erste. Auch die Wildtiere sind gefährlicher geworden. Wenn sie in die neue Rage geraten, weichen sie selbst vor Treffern nicht mehr zurück. Das alternative Balancing erhöht auch die Grundvoraussetzungen für das Erlernen neuer Talente, was zur Folge hat, dass sie im Verlauf der Kampagne nicht mehr alle Fertigkeiten bis zum Maximum ausbauen können. Klasse! Dank der neuen Shader 3.0 Unterstützung tut sich auch grafisch etwas, vor allem die Texturen auf Felsen und Baumstämmen sehen nun deutlich plastischer aus. Das Wasser geht am Ufer nun weich in den Sand darunter über und Mauern wirken durch besseres Bumpmapping erheblich rauer. Auch die Beleuchtung in Höhlen funktioniert nun endlich tadellos. Kehrseite der Grafikmedaille, mehr als zuvor plagen Gothic 3 teils derbe Leistungseinbrüche. Da besteht also noch Handlungsbedarf. Wie auch bei den heftigen Grafikfehlern, über die wir im Test gestolpert sind. Nett, dank zusätzlicher Optionen können Sie die Grafik nun weit besser an das eigene System anpassen als bisher gewohnt. Apropos Bedienung, Truhen lassen sich nun auf Tastendruck komplett plündern. Kräuter mit dauerhaften Boni bekamen einen entsprechenden Hinweis spendiert und die Quests sind nun nach dem jeweiligen Ort sortiert. Sehr praktisch. Auch KI-gesteuerte Kollegen kämpfen nun deutlich cleverer und werden nicht mehr durch unbeabsichtigte Schwerthiebe verletzt. Blödsinniges Zeug quatschen sie aber immer noch. Der letzte Scheiß. Und sie hauen sogar bisweilen auf Leute ein, die sie eigentlich in Ruhe lassen sollten. Trotzdem, das Update 1.7 ist gelungen und macht Gothic 3 ein ganzes Stückchen runder. Weiter so.